Leute und ganz, ganz herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute testen wir etwas und ich muss auch ganz ehrlich sagen, testen ist mein Thema aktuell. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß und ich probiere gerne neue Sachen aus. Erst recht auch beim Stamping, Nail Art und so weiter und so fort. Ich habe es jetzt schon oft genug euch gesagt, aber was dann natürlich immer eine große, große Hilfe ist, ist so ein Nagelhautschutz. So, und wie oft habe ich wirklich vor vielen Jahren irgendwie versucht, mit der linken Hand meine rechte zu lackieren und das ist richtig nach hinten losgegangen. Es ist in die Rillen rein und es sah nicht schön aus, aber das hier soll ja angeblich Abhilfe verschaffen. Und zwar habe ich einmal etwas aus dem Julie Fiend Store. Ich habe euch beides auch schon in meinem Haul gezeigt. Und dann bin ich auch noch bei Essence fündig geworden und habe mir gedacht, wo warst du all die Jahre? Also ich habe darauf richtig lange hingegeiert, dass es auch mal in der Drogerie etwas gibt. Und bin auch vorher gar nicht auf die Idee gekommen, mir das online zu bestellen, was ich natürlich hätte längst mal machen können, aber naja, da musste ich halt lernen, ohne Sauerei zu lackieren, was auch nicht schlecht ist. Jetzt bin ich aktuell ja sehr in der Nail-Art-Schiene drin und auch gerade mit dem Stampen, da kommt immer etwas auf die Nagelhaut oder auch wenn man sich zum Beispiel diese Sticker selber macht, also da kann man immer schnell eine kleine Schweinerei auf den Fingern haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, probiere ich das einmal mit euch zusammen aus und dann werden wir sehen, wie das Ganze funktioniert. Ich werde jetzt also einmal den von Julie Fiend auftragen und ich mache es richtig schön dick, also nicht so dünn. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Die eine Stelle, wo ich jetzt gerade richtig auf den Nagel raufgehe, werde ich gleich noch mit einem Stäbchen wegmachen. Ansonsten rauf damit. Ist auch sehr, sehr flüssig, muss ich sagen. Nehme ich ja also gerade den Überschuss so ein bisschen weg. Und dann hoffe ich, dass das diesmal etwas wird. Wenn nicht, dann bin ich wirklich mega enttäuscht. Während das eine trocknet, schnappe ich mich hier auch einmal das von Essence. Das kommt hier auf den Daumen rauf. Und das ist halt schon durchsichtig. Wow, ich wollte es gerade drauf machen. Es ist super zähflüssig. Also das muss ich gerade wegmachen. Eingesaut. Also auf ein neues. Also so unterschiedlich können die sein. Das andere ist sehr flüssig und das hier ist so zähflüssig. Das zieht Fäden aus der Flasche raus. Na gut, aber vielleicht ist es ja auch das Zeichen für den Gewinner, ne? Ich weiß es noch nicht. Also hier ist es natürlich nicht so schwer, halt etwas sehr, sehr Dickes drauf zu machen. Das ist einfach nur dickflüssig bis zum geht nicht mehr. Also wie so ganz, ganz alter Kleber oder sowas. Bin richtig überrascht gerade davon. Und auch hier werde ich versuchen, so ein bisschen mit dem Stäbchen einmal an dem Rand lang zu gehen. Einfach weil ich halt möchte, dass gleich das Motiv, das ich darauf machen werde, komplett auf dem Nagel drauf ist. Und deswegen befreie ich so ein bisschen den Rand davon. So, und dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze einmal trocknen. Es sind jetzt 15 bis 20 Minuten vergangen und ich glaube, das Ganze ist jetzt auch trocken. Ich hatte irgendwie Angst, dass es irgendwie nicht funktionieren wird, wenn es noch feucht ist. Deswegen habe ich extra lange gewartet. Und dann können wir jetzt eigentlich anfangen, da auch schon ein Motiv drauf zu geben. So, dann einmal festdrücken. Und ich versuche auch wirklich den Nagelrand mitzubekommen. Sonst können wir ja gar nicht sehen, ob das jetzt was bringt oder nicht, wenn ich jetzt diesen Schutz drauf habe. Ich gehe noch ein bisschen mit dem Zahnstocher an die Ränder ran. Und wie ihr sehen könnt, hätte ich jetzt nicht diesen Schutz aufgetragen, wäre einiges auf der Nagelhaut gelandet. Das lasse ich kurz einmal so ein bisschen antrocknen. Und hier haben wir einmal den Daumen. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es löst sich hier schon an der Seite. Ich habe nämlich zwischendurch noch ein paar Sachen hier gemacht, so ein bisschen Ordnung und sowas. Und bin dann, glaube ich, irgendwo damit hängen geblieben. Aber ich muss auch sagen, das ist kein schlechtes Zeichen. Ich glaube, das hier wird in einem Rutsch abgehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und auch da gebe ich jetzt einmal ein Motiv drauf. Aber bevor ich das mache, damit das Motiv hält, gebe ich ganz normalen Klarlack einmal rauf, damit es halt eine Grundlage hat, auf der das Ganze haften kann. Und dann schnappe ich mir das nächste Motiv von meiner Folie. Und jetzt muss ich einmal schauen, dass ich auch alles raufbekomme, was ich raufbekommen möchte. Und dann wieder gut andrücken. Und Leute, es ist ein gutes Gefühl, einfach etwas zu machen, was halt über den Nagel hinausgeht und worum ich mir halt keine Gedanken wahrscheinlich machen muss. Also das ist wirklich sehr entspanntes Arbeiten damit. Während das Ganze noch trocknet, schneide ich hier oben natürlich den Überstand ab. Das brauche ich nicht mehr. Und dann sehen wir uns gleich zum Peelen wieder. Was ich jetzt noch einmal mache, ist, dass ich mit Nagellackentferner, der kein Aceton enthält, einmal so ein bisschen die Barriere zwischen dem Sticker und dieser Lücke oder des Grabens einmal trenne. Ich möchte natürlich, dass das Ganze getrennt ist und wenn ich das halt abziehe, dass nur der Teil abkommt, der nicht auf dem Nagel ist. So, und jetzt eben gerade, wo ich hier noch mit dem Pinsel lang gegangen bin, hat sich hier jetzt auch schon der Teil dieses
Schutzes gelöst und deswegen schnappe ich mir einmal den Teil und ziehe einmal da dran und hat ja, tatsächlich. Oh, das funktioniert richtig gut. Ja, cool. Und wisst ihr was? Das finde ich richtig gut, weil das ist von Essence. Bedeutet, das bekommt ihr in jeder Drogerie. Ich finde es so praktisch, weil das andere ist ja von Jollyfeen. Das kriegt man entweder online oder halt in diesen speziellen Shops. Und die hat man halt nicht überall. Und ich muss sagen, für den ersten Versuch damit bin ich hiermit richtig zufrieden. Als ich nämlich das erste Mal gestampt hatte, war mein Nagel komplett ohne Schutz und ich habe mir natürlich alles eingesaut. So, und dann würde ich sagen, bin ich hier sehr, sehr gespannt, weil wie gesagt, das ist beim ersten Mal da nicht abgegangen. Und ich habe die Befürchtung, dass es wieder so enden könnte. Ja, ich kriege da so gar nichts zu fassen. Ich nehme lieber die Fingernägel. Doch, jetzt hebt sich da etwas an. Ich hoffe, man kann es sehen. Das ist dieser Teil einmal hier. Ja, das klebt viel krasser auf der Haut als das andere. Aber ich habe die Befürchtung, dass es auch Rückstände hinterlässt. Aber das ist sehr elastisch. Das ist wie Gummi quasi. Und es geht ab. Ja, guck, dann habe ich beim ersten Mal das viel zu dünn aufgetragen. Also hier vielleicht an der Stelle auch. Deswegen habe ich hier gerade ein bisschen Probleme, das auch noch abzubekommen. Aber das ist super elastisch. Das hält halt besser. Also ich glaube, das von Essence geht schneller mal ab. Ich habe es ja auch schon euch gezeigt. Also ich habe hier zwei, drei Sachen gemacht und es hat sich gelöst. Das hier bleibt natürlich richtig fest auf der Haut. Und da muss man echt fummeln. Aber wenn ihr das halt zu dünn drauf macht, ne? Dann habt ihr das Problem, so wie ich das eine Mal, dass es halt gar nicht abgeht. Da muss man dann richtig rumfummeln. Aber hierfür bin ich jetzt wirklich zufrieden. Jetzt sind so ein paar Krümel übrig. Wahrscheinlich, weil ich das Ganze so ein bisschen weiter entfernt von mir alles aufgetragen und gemacht habe, weil ich es halt perfekt für euch aufnehmen möchte. Aber ich bin so wirklich zufrieden. Also beide funktionieren definitiv. Und das eine ist halt etwas flüssiger, das andere etwas dicker und dementsprechend, ja, ich bin happy, es hat funktioniert. Das war also mein kleiner, aber feiner Vergleich und eigentlich haben sie auch eine Sache gemeinsam, dass wenn man sie erstmal drauf hat, sie auch wirklich ihren Job erfüllen. Es geht halt nur halt hinterher darum, wie man das Ganze am besten entfernt und wie man es halt auch am besten aufträgt. Nicht zu dünn. Das haben wir jetzt also gelernt und dementsprechend würde ich sagen, verlinke ich euch einmal auch wahrscheinlich unten in die Infobox so etwas oder lauft einfach in den nächsten Drogerieladen, um euch das von Essence zu holen, weil ich es euch einfach gut weiterempfehlen kann und der Preis stimmt ja auch einfach, das muss man dazu sagen. Der ist so ein bisschen teurer als dieser hier, der war glaube ich bei 4 Euro oder irgendwie sowas, also dementsprechend wirklich fairer Preis, kann man so nicht sagen. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und sage bis zum nächsten Mal. Muah.